Ich begrüße Sie herzlich zu einem Mitarbeiterseminar der DWS Steuerberater Online GmbH. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema haushaltsnahe Dienstleistungen und Beschäftigungsverhältnisse sowie Handwerkerleistungen im Privathaushalt. Mein Name ist Anita Keding, ich bin Steuerberater und Diplomkauffrau und wir werden uns nun mit diesem Thema beschäftigen, was wohl kaum noch aus einer Steuererklärung heraus denkbar ist. Also das kommt inzwischen in jeder Steuererklärung vor. Es hat einen unglaublich weiten Anwendungsbereich und insofern wächst die Bedeutung dieses Themas ständig. Zuerst schauen wir uns an, was zu den begünstigten Aufwendungen überhaupt gehört und wie hoch dieser maximale Steuerbonus ist, den wir über diese Leistungen erreichen können. Im Zweiten, ganz wichtig, wann dürfen wir diese Leistungen überhaupt in der Steuererklärung zum Abzug bringen, also die Abzugsvoraussetzungen, schauen wir uns dann genauer an. Im Dritten ein paar besondere Fallkonstellationen, wo man ein bisschen darauf aufpassen muss und wo Sie Ihre Mandanten möglicherweise auch mal nochmal auf das eine oder andere darauf hinweisen könnten. Im Vierten schauen wir uns einen kleinen Sonderfall an, nämlich wie zu verfahren ist, wenn wir Versicherungsleistungen als Ersatz bekommen oder andere Schadensersatzleistungen, wie die dann in dem Zusammenhang zu berücksichtigen sind. Steigen wir gleich ein mit den begünstigten Aufwendungen und dem maximalen Steuerbonus. Sie wissen, diese Leistung, also haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und die Handwerkerleistungen im Privathaushalt, die sind im § 35a des Einkommensteuergesetzes geregelt. Der Paragraph gliedert sich in 5 Absätze und im § 35a Absatz 1 finden wir die Minijobs. Wir kommen später noch darauf zu sprechen, warum das so wichtig ist, dass wir die Leistung genau zuordnen. Weil das ist die erste Aufgabe, zuordnen, welche Leistung haben wir hier im Einzelnen. Also, Minijobber im Privathaushalt. Das heißt, der Privathaushalt ist Arbeitgeber. Er stellt sozusagen einen Minijobber bei sich im Haushalt an. Minijobber, ist klar, kennen Sie aus der Praxis, wir haben hier den durchschnittlichen maximalen Verdienst von 450 Euro im Monat. Wenn wir darüber hinauskommen, dann sind wir nicht mehr im Bereich des Minijobbers und in einer anderen Vorschrift. Wichtig ist hier auch, dass dieser Minijobber Tätigkeiten ausführt, die haushaltsnah sind. Also sie müssen einen Bezug zur Hauswirtschaft haben. Nur dann befinden wir uns im Anwendungsbereich von § 35a Absatz 1. Ja, wie hoch ist der Steuerbonus? Der ist maximal 20%, also der ist 20% von maximal 2.550 Euro, sodass wir insgesamt auf einen rechnerischen Steuerbonus von 510 Euro pro Jahr pro Haushalt kommen. Wichtig, es handelt sich hier um eine Steuermäßigung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dieser Steuerbonus, diese 510 Euro im Maximum, direkt von der Steuerschuld abgezogen werden. Also sie wird nicht von der Bemessungsgrundlage abgezogen, sondern direkt gegen das, was wir noch ans Finanzamt zu bezahlen haben, gegengerechnet. Ja, in dem Zusammenhang, Sie wissen es, wenn Sie einen Minijobber zu Hause anstellen, dann ist es ja nicht so, dass Sie ihm die 450 Euro überweisen oder je nachdem, was Sie vereinbart haben, sondern für Sie fallen auch Nebenkosten an. Diese Nebenkosten sind hiermit umfasst von der Begünstigung. Das heißt, wenn Sie beispielsweise monatlich 500 Euro Aufwendungen haben für den Minijobber durch diese Nebenkosten, Sozialversicherungsbeiträge, Unfallversicherungsbeiträge etc., dann fallen auch die unter die begünstigten Aufwendungen, also von diesen 20%, die als Steuerermäßigung von maximal 510 Euro im Jahr pro Haushalt abziehbar sind. Wichtig ist auch hier, dass kein Vor- und Rücktrag nicht verbrauchten Potenzials möglich ist. Das heißt, Sie haben beispielsweise einen Minijobber im Jahr gehabt und Sie haben 2.550 Euro für den ausgegeben. Sie kommen also auf einen maximalen Steuerbonus von 510 Euro im Jahr, aber Sie haben in dem Jahr gar keine Einkommensteuer zu zahlen. Ja, wenn in dem Moment